Moin Moin Freunde, was geht? Und willkommen zu der Power-Up-Box von der Z-Box Januar 2018. Viel Spaß! Ja, moin Freunde! Januar 2018, Z-Box mit dem Thema Power-Up. Ich komme gerade von der Dienstreise wieder, bin eigentlich völlig kaputt, eigentlich gar keinen Bock, aber egal, was macht man trotzdem, weil ich möchte die jetzt aufmachen und ich möchte euch das so gerne zeigen. Ich bin sogar noch ein Schlabberbox. Guck mal, YouTuber haben auch nur irgendwie nur eine komische Hose an. So nennt man das jetzt YouTuber Live, ne? 95 kostet die im monatlichen Abo. Infos sind ja mal jetzt immer hier, die hau ich euch immer da ein bisschen hin. Und dann würde ich sagen, Leute, wir beginnen mit Item 1. Ich bin gespannt. Wuhu! Mal gucken, was da so drin ist. So, da ist sie auf. Die ist eigentlich ziemlich groß, die Box, finde ich. Und ich habe da schon was rausgeholt. Das ist wohl ein Poster, wa? Okay, Destiny 2, ein Print oder was das hier sein soll. Ja, also, ich habe das Spiel nicht gespielt. Es soll ja ganz gut sein. Aber ich finde, ich weiß nicht. Also, für die das gespielt haben, bestimmt geil für mich. Naja. Kommen wir zu Item 2. Item 2 ist was Schweres. Eine Figur. Okay, das ist cool. In dem Sinne, ich habe Power Rangers damals geliebt und es ist ein Funko Pop. Und es ist ein Morphing Exclusive Blue Ranger, der sich dann wahrscheinlich verwandelt. Könnt ihr jetzt hier so sehen. Also ich muss sagen, ja, kann man machen. Gibt es hinten noch ein bisschen mehrere. Ich glaube, den behalte ich auch. Also ich fand ja Mighty Morphin Power Rangers immer ganz geil damals. Und wenn das jetzt die neuen gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich die irgendwie weitergegeben. Aber der ist schon cool. Ah, riecht das voll nach Plastik hier. Ah, okay. Jetzt kann man mal sehen, wie die hergestellt werden. Also hier, könnt ihr das mal hier so sehen. Ja, ich würde sagen, ist ganz cool. Kann man sich hinstellen. Müsste ich aber nicht jetzt die ganze Reihe von haben. Also ist ein nice to have, sag ich mal. Funko Pops kann man ja mal behalten, das wisst ihr ja. Also das ist Item 2. Dann kommen wir zu Item 3. Item 3 ist ein Shirt. Sieht schon sehr retro aus. Also wie gesagt, die Box hatte ja das nicht. Oh, das ist aber cool. Oh. Lass fallen, ne? Lass knacken. Ah, das ist geil, das Shirt. Das hat eine coole Farbe. Erstmal ist es schwarz. Und ich muss mal gleich überlegen, was das überhaupt das für ein Logo ist hier. Also ein Print. Was ist denn das für ein Print? Irgendwas Japanisches. Was ist denn das für ein Kaiju Killer 3000? Ah, Pacific Rim sein? Soll das Pacific Rim sein? Wisst ihr das? Ich hab's ja letztes Mal war ja auch schon in der Box halt die Dings drin hier, die Firefly. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen ratlos bei den T-Shirts. Das wurde jetzt gerade gang und gäbe bei mir. Was ist das für ein Shirt? Ist das Pacific Rim? Mal gucken. Aber wir ziehen es erstmal alle ein. 1, 2, 3 und los! So, da war sie angezogen, das Shirt. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das Shirt. Und wir beginnen jetzt wieder mit Item 4. Und ich glaube, das ist hier auch nämlich leer. Also langsam sparen sie ein bisschen mit den Items. Sonst waren da mal 5 drin. Aber ich glaube doch, das sind doch 5. Aber mal gucken. Ach, haben sie letztes Mal bei mir das Heft vergessen? Da könnt ihr nochmal gleich sehen hier. Das machen wir aber gleich zum Schluss. Power-Up. Also ein Official Kalender 2018 Marvel Spider-Man Homecoming. Ein paar Prints hier drauf. Das ist schon mal nice. Wir hätten auch nochmal eben zu sehen, die Prints, was es gibt. Ich muss sagen, sowas kostet ja auch seine 8 bis 10 Euro, sag ich mal, eine Art. Also werde ich mir auf jeden Fall hier hinhängen. Und wenn, sonst wieder hinstellen oder was weiß ich, was ich damit machen werde. Auf jeden Fall Item 4. So, dann kommen wir, glaube ich, zu Item 5, wenn noch was ist. So, Item 5. Und ich glaube, dann war die leer. Jo. Ach, cool. Irgendwie sammle ich ja mittlerweile das schon. Also, hier ist er leer, ne? Ja. Also, das ist schon cool. Also, ich habe es jetzt hier gerade bei diesen Münzen. Und ich sehe gerade, da ist eine Sonic-Münze drin. Könnt ihr hier sehen. Eine Sonic-Münze. Limited Edition Coin. Und die ist limitiert auf 5000 weltweit. Und Silver Edition. Wie, ist das Silber oder? Wenn das echtes Silber ist, ist das ja geil. Dann ist die Box ja schon was wert. Immer, dass sie versilbert ist. Aber das ist schon... Also ich habe jetzt ja schon ich habe schon ein paar Schummünzen. Ich habe auch die von Jurassic Park. Oder Jurassic World war das, glaube ich, eher. Und Sonic hat doch auch irgendwie Jubiläum gehabt, oder? Wie war das noch? Könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Ab in die Kommentare. Ja, ich habe die Nummer 4453. Das könnt ihr hier sehen. Da, 4453. Und da vorne ist dann halt der geile Eagle Sonic. Ich bin ja so Sonic-Fan gewesen damals.
Also mit Mario die einzige Kultfigur im Jump'n'Run-Bereich. Finde ich geil, aber es ist halt kein Silber, ne? Das würde man dann Print hier sehen oder eine Stempelung hier drauf, aber ist schon cool. Und wie ist er noch? Mr. Egg? Irgendwas mit Egg. Also der Bösewicht, ne? Aber das ist Item 5. Ja, Leute, so. Ich finde, das ist eine doch gute Box. Jetzt nicht, wo man sagen würde, boah, geil, der Funko ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten, die Sachen und so weit finde ich eigentlich nicht schlecht. Die Z-Box hat sich eigentlich ganz wieder gelohnt. Funko ist da drin, eine Münze, die ich cool finde. Und was haben wir noch gehabt? Ja, das Shirt. Das Shirt finde ich auch richtig Bombe. Also, könnt ihr mal hier sehen. Ja, auf jeden Fall, das Shirt ist cool. Kommt mal hier schnell rein, was hier drin ist. Und dann kann ich euch heute das nächste Thema sagen, weil die habe ich ja auch wieder. So, natürlich hier habt ihr mal so ein Inhaltsverzeichnis, was es da drin sein könnte. In diesem Heft. Ja, mit Sonic halt und so weiter. Und das waren dann, bin ich hier dabei irgendwie? Nö. Da könnt ihr nochmal die letzten Looter sehen. So. Gut. Andere brauche ich euch nicht zeigen. Bla 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 bla. Godzilla. Da so. Es gab sogar eine Goldmünze. Oha. Only a lucky 1000 subscribers will receive the very limited gold variant. Ah, das ist natürlich auch geil, ne? Hättest du auch sogar eine Goldmünze bekommen. Aber ist das denn jetzt eine Silbermünze? Das ist die Frage, ne? Dann hättest du ja schon wieder gut Geld raus, sag ich mal, wenn es eine Silbermünze wäre. Aber 5000 ist ja auch schon geil, dass sie auf 5000 limitiert ist. Und wie gibt's nur 5000 Follower? Bei, also 6000 Follower bei Z-Box, das glaube ich ja nicht. Ich dachte, da wäre mehr. So, das ist ein Rise Up Schematic T-Shirt. The Schematic Design features a massive factor robot ready for battle. Aha, also kennt jemand diesen Kaiju Invasion Film? Der könnte mal das ja in die Kommentare setzen. Nicht Kommentare. Kommentare! Ab in die Kommentare! So, Mighty Morphin Power Rangers Pop Vinyl Figure. Also, ihr könntet auf jeden Fall nur diese Figur bekommen. Was ich schon cool finde, aber das mit der Münze ist schon. Ah, nice! Haben wir jetzt alles? Also, das. Ah, der Print ist ja hier nicht drauf. Ah, ist wahrscheinlich nur so eine Gratisbeigabe. Aber die Sachen konntet ihr halt bekommen. So, ja, und dann hier noch ein bisschen Gesabbel hier, Spider-Man und blablabla und so. Und nächstes Thema ist Warriors. Warriors ist das nächste Thema für Februar 2018. Und da bin ich mal gespannt. Krieger. Vielleicht ist ja was da Cooles drin. So, Leute, was sagt ihr zu der Box, zu dieser kleinen Vielfalt? Ich finde Power-Up-mäßig... Doch, kann man das schon fast nennen. Also, auf jeden Fall die Münze Power-Up, ne? Weil der muss ja mal Leben einsammeln. Die Power Rangers müssen sich jetzt zusammentun. Also, das Thema ist eigentlich für mich passend. Würde ich jetzt so sagen. Es sind noch coole Sachen dabei. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das ist natürlich sehr cool. Ein kostenloses Abo gibt es immer hier. Bald geht's los mit meinem Gewinnspiel. Das muss ich immer noch vorbereiten. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen hinterher, aber egal, ne? Das müssen wir halt ein bisschen warten. Ein bisschen Geduld haben. So, auf jeden Fall, Leute, ne? Geht bei Thomas auf in der Endcard. Da ist der liebe von Thomas. Gebt auf ihn rauf. Gebt ihn ein Abo. Die Filmblogger auf Facebook und YouTube sind auch hier. Das wisst ihr ja. Und Leute, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao und bam!